The only thing that puts you and me at a disadvantage is our lack of knowledge concerning history. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Fatima bint Mohammed al-Fihri al-Quraysh war die Gründerin und Schirmherrin der weltweit ersten Universität in der Geschichte der Menschheit, die einen Abschluss verleiht. Die im Volksmund als Universität von Karawi bekannte Institution befindet sich in Fez, Marokko. Sie steht noch heute und fördert weiterhin das Lernen und die Bildung. Es war vor über 1000 Jahren, im 9. Jahrhundert, dass das Konzept der institutionalisierten akademischen Forschung und Lehre geboren war. Vom Fundament des allerersten Ziegels an beschloss Fatima al-Fihri, täglich ein rituelles Fasten einzuhalten, solange das Gebäude im Bau war. Als wohlhabende Erbin und Witwe investierte Fatima al-Fihri ihr gesamtes Erbe in die Finanzierung dessen, was schließlich zur Karawiyin-Moschee und Universität wurde, die weltweit erste Universität für Hochschulabschlüsse. Etwa 300 Jahre älter als das Oxford und Cambridge, sowohl Leo Africanus als auch Mohammed al-Idrisi sollen die Universität von Karawiyin besucht haben.